So, damit eröffne ich wieder die 17. Sitzung der Ratsversammlung und nach dem Motto zurück in die Zukunft kommen wir jetzt zum ehemaligen Tagesordnungspunkt 8, jetzt 9, Wiederwahl einer Schiedsfrau für den Schiedsamtsbezirk 4. Ihnen liegt vor die Ratsvorlage 21/2020. Ich verweise auf die Vorlage und frage, ob es dazu Wortmeldungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich bei Zustimmung zu der Vorlage um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Kohls macht gar nicht mehr mit. Herr Dr. Kohls, wie äußern Sie sich? Wie bitte? Enthaltung. Dankeschön. Damit ist die Ratsvorlage 21/2020 mit deutlicher Mehrheit angenommen und wir fahren fort mit Tagesordnungspunkt 10 neu. Bestellung eines Beauftragten der Stadt Flensburg für Menschen mit Behinderung sowie seines Stellvertreters. Ihnen liegt vor die Ratsvorlage 16/2020. Und erstmal wollte ich Oberbürgermeisterin Simone Lange das Wort geben. Oder war das nicht so gedacht? Gut. Gewählt nicht, aber die Vorlage muss abgestimmt werden. Wir sollen erst den. Gut. Also, Regieänderung. Es soll zuerst über die Vorlage abgestimmt werden. Dann muss ich erstmal fragen, ob es noch andere Wortbeiträge gibt. An dieser Stelle. Okay. Dann gebe ich die Ratsvorlage 16/2020 hiermit zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Das ist ein klares Einstimmig. Ja. Dankeschön. Gegenprobe nicht erforderlich. Ja, dann. Dann wären wir jetzt soweit. Herr Stadtpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Christian Eckert und lieber Tim Jäger, die Ratsversammlung hat Sie erneut zum Beauftragten für die Menschen mit Behinderung und zum stellvertretenden Beauftragten für Menschen mit Behinderung bestellt. Ich freue mich darüber sehr und habe die Gelegenheit, das heute auch persönlich zum Ausdruck zu bringen. Sie sind erneut für eine Amtszeit von 4 Jahren gewählt. Ich habe Erfahrung in der Zusammenarbeit der letzten 3 Jahre und kann mich nur für die hervorragende Arbeit und für den hervorragenden und wirklich überdurchschnittlichen Einsatz für die Menschen mit Handicap, für die Menschen mit Behinderung in dieser Stadt ganz herzlich bedanken. Wir pflegen seit 3 Jahren regelmäßig Rücksprachen. Die werden immer einmal im Jahr für das gesamte Jahr festgelegt. Und wenn ich es schaffe und rechtzeitig dran denke, besuche ich auch sehr, sehr gern den Arbeitskreis, in dem mehrere Vertreterinnen und Vertreter, die meisten mit Handicap und Behinderung, dann auch noch über ihre Arbeit hinaus beraten, was in dieser Stadt noch besser gemacht werden kann. Wir haben immer noch eine Stadt, die viele Barrieren in sich trägt. Und da geht es nicht nur um Gehwege, um Kanten, um Zugänge, sondern es geht ja auch in der heutigen Zeit, in der digitalen Welt, um digitale Barrieren. Und auch da sind die beiden sofort parat, wenn in den sozialen Netzwerken sich etwas tut, wenn sich Diskussionen auftun. Und wir sind vor allem so eng in der Zusammenarbeit, dass wann immer ein Problem tatsächlich auch mal ad hoc auftritt, wir immer sofort miteinander sprechen und miteinander überlegen, wie wir das Problem beheben können. Mal geht es etwas schneller, mal dauert es etwas länger. Und ich will meinen persönlichen Unmut darüber kundtun, dass es seit 3 Jahren nicht gelungen ist, den Fahrstuhl in der Flensburg-Galerie zu aktivieren und will Ihre Wiederwahl heute nochmal zum Anlass nehmen, dieses Problem anzusprechen und gemeinsam machen wir uns nochmal auf den Weg, da dort den Eigentümer zu bewegen, es den Menschen mit Behinderung wirklich einfacher zu machen.
Manchmal denkt man nämlich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und das trifft dann nicht nur die Menschen, die selbst eine Behinderung haben, das trifft dann auch Frauen mit Kinderwagen, es trifft auch Menschen mit Rollatoren, die noch gar keine nachgewiesene Behinderung haben. Am Ende trifft es uns alle. Und ich bedanke mich deshalb eben auch für die gute Zusammenarbeit mit der Ratsversammlung. Wir haben heute schon mal von Inge Krämer eine Aufforderung bekommen, auch die eigenen Räume besser auszustatten und zugänglicher zu machen. Lassen Sie uns diese Wiederwahl, diese Bestellung tatsächlich nochmal auch zum Anlass nehmen, nochmal wieder Schwung reinzubringen, noch mehr Schwung. Wir haben ja Schwung. Ich werde auch dabei bleiben, mit Ihnen gemeinsam unsere Stadt zu besichtigen. Das letzte Mal waren wir unterwegs vom Deutschen Haus durch die Innenstadt. Wir werden das auch in diesem Jahr wieder tun. Wir bleiben am Ball. Vielen Dank für Ihren Einsatz und auf gute Zusammenarbeit die nächsten 4 Jahre. Es gibt natürlich zu diesem Anlass auch eine Urkunde. Sehr geehrter Herr Eckert, die Ratsversammlung der Stadt Flensburg hat Sie heute für weitere 4 Jahre, beginnend nach Ablauf Ihrer aktuellen Amtszeit am 17. März 2020, zum Beauftragten für Menschen mit Behinderung bestellt. Wir danken für Ihr bisheriges Engagement und wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Wahrnehmung dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Hannes Furich, Stadtpräsident, Simone Lange, Oberbürgermeisterin. Vielen Dank. Lieber Tim Jäger, ich lese es nicht nochmal vor. Hier steht fast dasselbe, bis auf dass Sie den Titel stellvertretender Beauftragter tragen. Aber wir sind ja auch immer im Team auf Augenhöhe unterwegs. Insofern vielen Dank nochmal und auf weitere 4 Jahre. Vielen Dank. Nicht alles wiederholen. Die Oberbürgermeisterin hat die Worte ergriffen und das Wesentliche gesagt. Mir geht es nur darum, wir haben mit den beiden ein unheimlich tolles Team, das uns die letzten Jahre schon unheimlich begleitet hat. Deswegen war es auch für uns überhaupt gar keine Frage in der Kommission zu sagen, nee, wir brauchen keine Wahl, wir möchten diese beiden wieder haben. Das ist, glaube ich, eines der besten Bestätigungen, die man kriegen kann. Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet und wir freuen uns unheimlich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Und ich glaube, ich kann das für den ganzen Sozial- und Gesundheitsausschuss sagen und für andere Ratsmitglieder auch. Vielen Dank euch beiden und alles Gute. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vor 16 Jahren fing ich an, mich für die Interessen der Menschen mit Behinderung oder Schwerbehinderung zu interessieren. Warum, möchte ich noch kurz sagen. Ich bin da, wie Sie vielleicht wissen, selbst schwerbehindert von Geburt an und vor 16 Jahren war es mir einfach zu bunt. Warum? Weil ich der Meinung bin, und die vertrete ich heute immer noch, dass die Menschen mit Behinderung in Deutschland zu wenig wissen um ihre Rechte und um ihre Möglichkeiten. Und dafür stehe ich seit 16 Jahren spitzmotiviert jeden Tag auf, um diesen Menschen zu helfen. Ob mir das gelingt, entscheiden andere. Ein Indikator dafür ist, dass wir gemeinsam, also getrennt voneinander, monatliche Sprechstunden anbieten für Menschen mit Behinderung. Und so langsam müssen wir mal dazu kommen, dass wir Termine vergeben, weil das haben wir bisher nicht gemacht. Und wir rennen uns die Tür ein. Und das ist gut so. Das ist extrem gut so. Also, das Vertrauen, was Sie uns erneut wieder geschenkt haben, und das Ergebnis war gerade unfassbar gut. Vielen Dank dafür. Schenken wir Ihnen zurück. Sie können uns auf uns verlassen. Ich bin aber deswegen nur so gut, weil ich auch einen starken, wie man unschwer erkennen kann, Stellvertreter habe. Und auf den, der ist stärker als ich, auf den kann ich mich zu 100% verlassen. Es ist, muss ich auch sagen, wo ich vor 8 Jahren anfangen durfte, es gibt mehrere Themen, die sind mehr geworden, es gibt intensivere Themen, das ist auch ein Indikator, dass es auch mehr Zeit kostet. Und deshalb ist es auch gut, dass wir zu zweit sind. Ja, und ich kann Herrn Jäger, ich will mal sagen, innerhalb von Minuten um eine Terminübernahme bitten und es wird auch sofort geantwortet und auch übernommen. Und das macht mir sehr viel Spaß.
Vielen Dank für die nächsten weiteren 4 Jahre. Ohne Sie schaffen wir die Ergebnisse nicht. Wir haben gerade Beispiele gehört. Ich habe noch Medien im Kopf. Wir brauchen Sie. Wir brauchen auch die Verwaltung. Und nochmal vielen Dank an dich, Tim. Ja, die beiden müssen eine ganze Menge richtig gemacht haben. Wir wünschen dem Dream Team alles Gute. Herr Ratsherr Pelle-Hansen, Bündnis 90 Die Grünen, bitte. Herzlichen Dank, Herr Stadtpräsident. Ich mache es ganz kurz. Mir ist bei der Vorlage aufgefallen, aus persönlicher Sicht, ich finde die Aufwandsentschädigung überraschend gering und ich finde, wir sollten darüber nachdenken, ob die Aufwandsentschädigung, die für dieses unbezahlbare Ehrenamt geleistet wird, nicht auch mal angepasst werden müsste. Ich rege das an, ich weiß nicht genau, in welchem Rahmen oder in welchem Entscheidungsgremium das jetzt angebracht werden sollte, aber wir sollten da dringend, glaube ich, nochmal drauf schauen, ob das nicht nach oben korrigiert werden müsste. Herzlichen Dank. Damit geht es weiter mit dem Tagesordnungspunkt 11 neu. Straßenumbenennung in Flensburgs Zentrum. Antrag der Ratsfraktion Flensburg wählen. Niedergeschrieben in der Ratsvorlage 14/2020. Und auch von der Ratsfraktion Flensburg wählen ergänzt durch 2 Mitteilungsvorlagen. Ich gehe davon dass Sie es einbringen mögen. Herr Peisen, wir haben es alle gelesen. Bitte konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche. Erstmal es einbringen. Verehrtes Publikum, ich möchte danken, also ausnahmsweise allen Autoren für die von Ihnen geschaffenen wissenschaftlichen Grundlagen sowie insbesondere Ratsherr Dr. Kuhls für die kritische Begleitung der Vorlage. Resultat ist eine Vorlage, die mit Tatsachen beweist, dass ein Straßenname unbedingt geändert gehört. Zu dem seit Ende Januar veröffentlichten Antrag existiert bisher keine wissenschaftlich begründete Gegenrede. Unser Benennungsantrag für die zentrale Verkehrsstraße Flensburgs in Straße der Volksabstimmung korreliert mit unserem 100-jährigen Jubiläum der friedlichen Entscheidung zur Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark im Jahr 1920. Die vorbildhaft für staatlich strittige Grenzfragen sein sollte. Wir haben da übrigens auch eine Broschüre, eine Veranstaltung im nächsten Monat zum 14. März 2020, dem Jahrestag der Volksabstimmung. Zeige ich hier nochmal hoch. Unser Namensvorschlag gedenkt Vergangenem und würdigt, dass wir gegenwärtig und zukünftig eine Demokratie haben und haben sollten, in der gemäß Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Den zur Umbenennung anstehenden Straßenzug befahren alltäglich viele Flensburgerinnen und Gäste. Er verbindet entlang dem Deutschen Haus in West-Ost- und Nord-Süd-Nord-Richtung uns alle. Apropos, das Deutsche Haus wurde der Stadt vom Deutschen Reich geschenkt, da Flensburg für den Verbleib im Reich votiert hatte, 1920. Die Stadt bedankte sich für diesen Reichsdank für deutsche Treue, indem sie 2 anliegende Straßen nach den Reichspräsidenten benannte. Damit erhielt das Zentrum Flensburgs einseitig eine deutsch-nationale, reichsgeprägte Symbolik. Bereits damals hätte alternativ der Rat eine Straße der Volksabstimmung würdigen können. Aber 1927 war man den staatlichen Autoritäten noch so verpflichtet, dass man sie über alles erhob. Der Beratung im Stadtarchiv ist kein Argument zu entnehmen, was die Präsidenten des Deutschen Reiches, früher wie heute, demokratisch akzeptabel erscheinen lässt. Beide Reichspräsidenten herrschten mit Notverordnungen, an denen die Weimarer Republik erkrankte. Dazu zählt zum Beispiel die sogenannte Reichsexekution, die diktatorisch einen militärischen Durchgriff gegen Landesregierungen bewirkte. Hindenburg beseitigte 1932 mit dem sogenannten Preußenschlag in Preußen die SPD-Regierung. Auch Ebert hatte 1923 in Thüringen eine SPD-Regierung absetzen wollen. Da diese nach 2 Jahren Regierungsarbeit gewagt hatte, 2 unerwünschte Minister in ihr Kabinett zu berufen. Bei Eberts Reichsexekution gegen Bayern im Mai 1919 wurden in München sogar um die 1000 Menschen getötet, darunter viele unbeteiligte Bürger. Würde heute in unserer Demokratie noch gewürdigt,
wenn unser Staatschef mit Militärgewalt in Thüringen eingegriffen hätte, weil die dortige Ministerkabinettsbildung missfallen hätte. Reichspräsidenten aber verfuhren damals mit Notverordnungen bzw. Reichsexekutionen nach ihrem Ermessen. Sie hatten also quasi die Befugnisse von Ersatzkaisern. Um nebenbei auch das wissenschaftliche, unwissenschaftliche, politische Hufeisentheorem zu widerlegen. Diese Reichsexekutionen, die erfolgten nie gegen rechtsgerichtete Landesregierungen, sondern einzig gegen zu linke Regierungen. Und sie bewirkten, die Gesellschaft rechtslastiger zu machen. Früher die Freikorpsgewalt, heute Einzeltäter. Wir haben ja anfangs einer solchen Sache da gedacht in Hanau. Und unsere Fraktion Flensburg Wählen möchte Sie hier nun ermutigen, mit Umbenennung unserer zentralen Verkehrsstraße in Straße der Volksabstimmung Vergangenheit und Zukunft zu würdigen und für unser friedliches Grenzjubiläum ein friedlich-demokratisches Zeichen zu setzen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Nicht so neugierig. So, mir liegen Wortmeldungen vor von Ratsherr Schmitz-Scipio und anschließend von Ratsfrau Sintia-Kinas, SPD. Ja, sehr geehrter Herr Stadtpräsident, meine Damen und Herren, es ist Ihnen sicherlich allen klar und uns allen klar, dass es hier nicht um die Umbenennung einer Straße geht. Es geht auch nicht um diesen Straßennamen, Straße der Volksabstimmung, da könnte man durchaus drüber reden, wenn es irgendwo eine neue Straße gäbe, auch wenn sie natürlich nicht unseren Richtlinien entspricht, dieser Name, weil er sehr sperrig ist. Aber das wäre durchaus ein Punkt, über den man diskutieren könnte. Sondern es geht hier vielmehr darum, jemanden zu desavouieren, der wie kaum jemand anders dafür gesorgt hat, dass die Weimarer Republik zumindest mal die ersten Jahre überstanden hat. Und es zeigt gleichzeitig, dass es eben keine wissenschaftliche Studie ist, wenn man sich aus dem Internet mit Cut and Paste ein paar Sachen zusammenschreibt. Denn Sie sind kein Historiker, ich bin auch kein Historiker. Dann haben Sie es gerne abgetippt, von mir aus. Aber dennoch bedarf es einer gesamthaften Bewertung dieser Phase. Auch ich kann das sicherlich nicht komplett historisch machen, aber ich werfe mal ein paar weitere Aspekte ein, die Sie leider unterschlagen haben. Denn um die Geschehnisse einer Zeit, die zurückliegt, zu beurteilen, hilft es nicht sehr viel, wenn wir unsere heutigen Maßstäbe ansetzen, unsere heutige Regierungsform, unser heutiges Grundgesetz und die Regeln, nach denen wir heute vorgehen. Sondern man muss sich natürlich die Regeln der damaligen Zeit angucken, denn wir bewerten zum Beispiel die attische Demokratie auch nicht danach, dass sie zu 90% aus Sklavenhaltern bestanden, dass sie die Frauen nicht haben wählen lassen und die Ausländer auch nicht, sondern sie haben als erstes mal die Idee von der Wahl des Volkes, des Demos, so wie sie es damals verstanden, in die Welt gebracht. Und das ist das, was wir heute noch anerkennen, obwohl diese Gesellschaft damals natürlich in keiner Weise dem entsprach, was wir heute unter Demokratie verstehen. Zurück zur Weimarer Republik, zu den Anfangsjahren. Wie sah denn Deutschland zum Ende des Ersten Weltkriegs aus? Deutschland war eine zutiefst autoritär geprägte Gesellschaft zu der Zeit, 1918. Sie hatte überhaupt noch keine Erfahrung mit Demokratie. Das ist schlimm genug, aber so war es nun mal. Wir waren autoritär regiert von dem kurzen Experiment 1848 abgesehen und diese Gesellschaft, und das pflanzte sich ganz tief, also bis auch in die unteren Gesellschaftsschichten fort. Es war eben nicht so wie in vielen anderen Ländern, dass der demokratische Gedanke schon sehr weit gediehen wäre. Es hatte am Ende eines blutigen Krieges, den Deutschland mit verschulden hatte, aus deren Verantwortung sich die militärische Führung gegen Ende zurückgezogen hat, aus deren Verantwortung sich der Kaiser zurückgezogen hat, der hat dann lieber abgedankt, als die Verantwortung zu übernehmen. Das Militär, das sehr stark in den Krieg reingetrieben hat, hat am Ende dafür gesorgt, dass sowas wie eine Dolchstoßlegende aufkam. Fake News ist ja keine moderne Entwicklung, nur der Begriff ist modern, aber das gab es damals schon sehr wohl. Es gab Millionen arbeitsloser und frustrierter Soldaten, die zurückströmten nach Hause, keine Arbeit vorfanden, weil das Land bankrott war. Und es gab dann in den darauffolgenden Jahren einen weitgehend als ungerecht empfundenen Friedensvertrag. Wie gesagt, ich sage nicht, der war ungerecht, ich sage, er wurde in Deutschland weitgehend als ungerecht empfunden. Also eine hochexplosive Gemengelage mit einer sehr starken und wie gesagt bis tief in die Gesellschaft reichenden Übermacht der konservativen, traditionellen, monarchistischen Elemente.
So, und dann war da nun eine Partei, die SPD, die niemals die Mehrheit hatte. Und auch die Linken insgesamt, also mit den USPD und den bisschen KPD damals, die hatten niemals die Mehrheit. Und dennoch haben sie es vermocht, aus dieser Republik, die entstanden ist, die zum Überleben zu verhelfen. Das heißt also, sie haben es vermocht durch Realpolitik, dadurch, dass Friedrich Ebert so ein Pragmatiker war, der genau wusste, was geht und was geht nicht, dass diese Republik überlebt hat und die ersten Jahre überlebt hat. Und dass wir es geschafft haben, am Ende eine Grundlage zu schaffen, die nach dem Desaster, nach der Machtübernahme der NSDAP natürlich in die Grütze getreten wurde. Und wir haben es aber geschafft, damit eine Basis zu legen, dass wir 1945 wenigstens nicht ganz bei Null anfingen, sondern zumindest mal einige Leute schon mal eine Vorstellung hatten, was Demokratie anbelangt. Das heißt, man muss also die Dinge aus der Zeit und auch die Leistungen, die dort geleistet wurden, aus der Zeit bewerten, in der sie stattfanden und nicht mit heutigen Maßstäben daran gehen. Und ich stehe nicht an, hier und heute meinen Hut zu ziehen vor den Leistungen der Abgeordneten der SPD zur damaligen Zeit, an deren Spitze Friedrich Ebert stand und die zu einem großen Teil ihre Leistungen 1933 in der Folge mit dem Leben bezahlt haben. Und das hier zu desavouieren, denn sobald Sie Friedrich Ebert desavouieren, desavouieren Sie die SPD, zumindest mal die damalige SPD und die Leistungen. Und das geht überhaupt nicht. Ich werde sicherlich nicht auf die ganzen 30 Seiten Geschreibsel eingehen, die da zusammengeführt wurden, aber einen Punkt möchte ich nur doch machen, weil er aus meiner Sicht sehr schön zeigt, wie gefährlich es ist, wenn man sich mit vermeintlichen Fakten beschäftigt und die versucht irgendwie zusammenzuführen und da was abzuleiten. Sie sind ja eben auch ein bisschen ausführlich auf die Reichsexekution eingegangen, die sogenannte Reichsexekution damals in Thüringen und Sachsen 1923. Was Friedrich Ebert schon gedacht hat, wir wissen nicht, ob er Anzeichen hatte, ob er geheimdienstliche Informationen hatte, aber wir wissen heute, dass es so war. Diese Situation 1923 in Thüringen und Sachsen ist auch bekannt unter dem Namen Deutscher Oktober. Und das ist ein Name, der wurde in Moskau erfunden und nicht irgendwo anders. Und das wissen wir heute. Historiker haben das sehr lange Jahre vermutet, konnten das aber natürlich nie beweisen, weil die sowjetischen Archive verschlossen waren. In den 90er Jahren sind die geöffnet worden und 2002 ist ein bahnbrechendes Werk von einem deutschen und einem russischen Historiker herausgekommen mit etwa 400 Quellen, wo wir ganz genau nachweisen können, dass in Sachsen und Thüringen eben ein Umsturz nach sowjetischem Vorbild, so wie das in der späteren Sowjetunion, also in Russland 1917 passiert ist, eine Oktoberrevolution geplant war. Und der Hintergrund der Reichsexekution war nicht etwa, dass dort zwei kommunistische Minister auf einmal in der Regierung waren, sondern dass diese beiden Länder es geduldet haben, dass insgesamt die sogenannten proletarischen Hundertschaften aufgestellt wurden von einer Stärke von insgesamt 130.000 Mann. Das war mehr, als die Reichswehr damals hatte. Und das war deutlich mehr, als die lokalen Polizeien hatten, gegen die das ja gerichtet war. Und die waren ähnlich aufminutioniert und die waren ähnlich drauf wie die gleichzeitig ja entstehende SA in Bayern. Und insofern, das war der Grund, warum gesagt wurde, das können wir nicht zulassen. Hier findet ein durch die Sowjetunion, gesteuert durch Stalin, Lenin lebte zwar noch, aber Stalin hatte schon mehr oder weniger die Macht, durch die Komintern gesteuerte Versuch, einen Teil Deutschlands und letztendlich ganz Deutschland in eine Sowjetrepublik, also in eine kommunistische Republik nach sowjetischem Vorbild zu verwandeln. Und dagegen richtete sich diese Reichsexekution. Zweifellos war das eine blutige Angelegenheit am Ende, aber ich weiß nicht, was besser gewesen wäre, denn hundertprozentig hätten wir einen Bürgerkrieg gehabt, wie der in der Sowjetunion von 1917, wie Sie alle wissen, bis 1922, 23 stattgefunden hat, mit Millionen Toten. Und insofern bin ich sehr froh, dass es damals nichts geworden ist. Herzlichen Dank. Ratsfrau Kinas für die SPD, bitte. Herr Staatspräsident, meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Schmitz-Skipio, für die hervorragenden geschichtlichen Ausführungen. Herr Peisen, es reicht. Nachdem 1933 alle Sozialdemokraten aus dem Flensburger Stadtverordnetenkollegium entfernt wurden und eine Tafel am Eingang zum Sitzungssaal erinnert uns daran und mahnt uns auch daran, wurde die damalige und heutige auch Friedrich-Ebert-Straße nach dem Nazi Horst Wessel umbenannt. 2018 tritt Flensburg wählend mit der Botschaft Schluss mit den Parteien an. 2020 soll nun die Friedrich-Ebert-Straße wieder umbenannt werden.
Wieder mal, wie schon beim erfolglosen Kampf gegen die Rundfunkgebühren, haben Sie viel Zeit und Papier aufgeboten und unsere Geduld überstrapaziert. Um letztlich zu beweisen, dass Sie weder ein Verfassungsrechtler noch ein Historiker sind. Kein ernstzunehmender Historiker wird Ihre Thesen gegen Friedrich Ebert stützen. Circa 200 Beleidigungs- und Verleumdungsprozesse musste Friedrich Ebert während seiner Amtszeit als Reichspräsident führen. Haben wir heute, am Vorabend seines 95. Todestags, einen erneuten Versuch der Schmähung? Der Name Friedrich Ebert ist untrennbar mit dem Ende der Kaiserreich hin zur Republik verbunden. Herr Schmidt-Scipio hat es ja eben erwähnt. Der Name Friedrich Ebert steht für demokratische Verfassung von Weimar und war ein Bollwerk gegen die Feinde der Demokratie. Die Feinde der Demokratie haben es nicht geschafft, seinen Namen durch den Dreck zu ziehen. Und Sie, Herr Peisen, werden es auch nicht schaffen. Die Anschläge von Halle und auch von Hanau wurde auch durch Verunglimpfung von Repräsentanten unseres Staates genährt. Vielleicht sollten Sie Ihre reichhaltige Zeit mal dafür verwenden, die Kommentare auf Ihre Reden, die Sie im Internet stellen, zu reflektieren. Den erhofften Zuspruch bekommen Sie hier ausschließlich von Reichsbürgern und anderen Demokratieverächtern. Wir werden selbstverständlich Ihren Angriff auf das ehemalige Staatsoberhaupt nicht mitmachen und mit unserer Ablehnung Ihrer als Mitteilungsvorlagen deklarierten Zusammenfassung von Fake News offiziell nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn Sie etwas mitzuteilen haben, dann können Sie hierzu Vorträge vor daran Interessierten halten. Wir gehören nicht dazu. Flensburg ist demokratisch, tolerant und bunt. Und das ist gut so. Vielen Dank. Es liegt mir vor, ein Antrag zur Geschäftsordnung. Gut. Dann muss ich fragen, ob es dazu noch eine Wortmeldung gibt. Zum Debattenende. Ja, aber wenn das, wir machen es nicht beantragt, Ende der Rednerliste oder Rednerinnenliste, Redeliste, gut, jetzt habe ich es, sondern Ende der Debatte. Aber nur zu dem Punkt Ende der Debatte. Zum Ende der Debatte möchte ich anführen, wenn die Debatte jetzt abgebrochen würde und mein schon erfasster Redebeitrag, den Herr Furich auch zur Kenntnis genommen hat, wenn der jetzt nicht vorgetragen werden kann, dann sind Anwürfe gegen meine Person gemacht worden, die schon erheblich sind. Denn das, was ich vorgetragen habe, ist mit Quellen untermauert und ich habe sehr stark geachtet darauf, dass die Quellen auch überprüfbar sind. Insofern ist es durchaus wissenschaftliches Vorgehen und wissenschaftliche Qualifikation, das vorgetragen zu haben. Insofern darf diese Rede nicht abgebrochen werden, weil wir haben die Sitzung damit begonnen, dass quasi wir festgestellt haben, in Deutschland wird wieder Gewalt angewendet gegen Andersdenkende. So, da haben wir den Opfern von Hanau gedacht. Unser Antrag will eine Straße umbenennen. Das ist der größtmögliche Nenner, eine Straße nach der Bevölkerung zu benennen. Und die Debatte auf Ebert zu ziehen, das war Ihre Entscheidung. Wir haben sie nicht getroffen. Wir haben festgestellt, dass es Sachen gibt zu Herrn Ebert. Herr Peisen. Sie werden wieder inhaltlich. Es geht darum, dass Sie gegen das Ende der Debatte vorzubringen. Ich muss ja mit dem Inhalt die Ratsversammlung sensibilisieren, warum es ein Problem ist, die Debatte jetzt an dieser Stelle abzubrechen und all die Anwürfe, die gegen mich vorgetragen wurden, warum die jetzt quasi nicht zur Sprache kommen dürfen.
Das muss ich doch erklären können, oder nicht? Denn sonst wird hier quasi mir etwas an den Kopf geworfen, zwei Beiträge, dann wird das Ende der Debatte beschlossen und dann ist die Möglichkeit, dazu sachlich Stellung zu nehmen, für mich beendet. Insofern versuche ich das hier darzustellen am Gewicht des Inhalts, um den es geht. Und was vorgetragen sind ja Tatsachen. Also wenn wir eine Friedrich-Ebert-Straße nach jemandem benennen, der einen Erschießungsbefehl zugelassen hat, dann möchte ich mal daran erinnern, im Grundgesetz ist die Todesstrafe abgeschafft und die christliche Fraktion, die jetzt hier anwesend ist. Herr Peisen, ein letztes Mal. Sie können Argumente vorbringen, weshalb die Debatte noch nicht beendet werden sollte, wie die Tatsache, dass persönliche Angriffe auf Sie vorliegen, die Sie dadurch nicht entkräften können. Das nehmen wir zur Kenntnis, aber Sie werden wieder inhaltlich. Und ich glaube, die Reaktion aus den Reihen zeigt deutlich, dass Sie die Ratsversammlung wie gewünscht sensibilisiert haben für Ihr Thema. Das zeigt den Unwillen, sich mit Fakten zu beschäftigen. Ja. Erlauben Sie mir dann, sofern jetzt die Debatte geendet hat und abgestimmt worden ist, dass ich dann noch eine persönliche Erklärung hinten anfüge? Dazu haben Sie das Recht. Aber auch nur bezogen auf das, was wir eben festgestellt haben. Keine inhaltlichen Dinge mehr. Also hier werden inhaltliche Aussagen unterbunden. Das sehe ich nicht so. Gut. Dann bitte ich wieder die Türen zu schauen, ob die Ratsmitglieder wieder zurückkommen. So, es liegt vor ein Antrag zur Beendigung der Debatte. Eine Gegenrede ist erfolgt und hiermit gebe ich dem Antrag auf Beendigung der Debatte zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Dankeschön. Enthaltungen? Keine. Dann ist hiermit beschlossen worden, mit deutlicher Mehrheit, mit 36 Ja-Stimmen, bei 4 Nein-Stimmen, die Debatte zum Tagesordnungspunkt 11 und der Ratsvorlage 14/2020 zu beenden. Herr Peisen hat noch ums Wort gebeten für eine persönliche Erklärung, dies sei ihm gestattet. Ja, achso, erst wir müssen die Ratsvorlage noch ab. Entschuldigung. Ja. Genau. Entschuldigung, damit stelle ich jetzt als nächstes die Ratsvorlage 14/2020 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. 1, 2, 3. Dankeschön. Gegenstimmen? Dankeschön. Enthaltungen? Eine. Gut, damit stelle ich fest, dass die Ratsvorlage 14/2020 bei 36 Nein-Stimmen und 3 Ja-Stimmen und einer Enthaltung deutlich mehrheitlich abgelehnt ist. Herr Peisen. Okay. Ich hatte mir eine Debatte erhofft, die in der Sache Bezug nimmt. Was zu hören war, war das, was früher schon war, ist das Richtige. Es wurden die Quellen in Zweifel gezogen, die dargestellt worden sind. Und ich möchte einfach, weil mir die Möglichkeit gegeben wurde, es inhaltlich nicht darzulegen, in Gedenken an die Leute, die ermordet wurden durch einen rechtswidrigen Erschießungsbefehl, möchte ich dieses nochmal zur Kenntnis geben, dass es ist ungefähr um die 4.000 Toten sind, die durch das Handeln... Ich kann es nicht sehen. Ich weiß nicht, was er hochhält. Können Sie mir das bitte mal zeigen, Herr Peisen? Natürlich. Die durch das Handeln von Herrn Ebert
entsprechend was gelitten hat das jetzt haben. Mit einer persönlichen Erklärung ist, zu tun? Es ist, Herr Peisen, ja. Bitte nötigen Sie mich nicht, noch weitere Ordnungsrufe auszurufen. Für was denn? Ich erkläre gerade, dass das alles, was... Für despektierliches Verhalten gegenüber der Ratsversammlung. Ich bitte Sie jetzt zum Punkt zu kommen. Dass alles, was vorgetragen wurde, wissenschaftlich dargelegt wurde, mit Quellenzitaten an jeder Stelle, geprüft wurde. Und ich möchte mich noch dagegen verwahren. Und darum geht es hier eigentlich. Die Fraktion, die jetzt nicht mehr anwesend ist, die hat versucht, eine bestimmte politische Richtung aufzumachen, indem sie eine Nazi-Benennung aufgeführt hat. Und darum ging es überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht das Thema und überhaupt nicht unser Anliegen. Und was ich hier im Rat vortrage, das hat mit Wahlkämpfen, an denen ich als Ratsherr nicht beteiligt war, überhaupt nichts zu tun. Gut, danke schön. Entschuldigung. Ja. Aber ich wollte es auch mal sehen. Frau Ritter hatte sich noch gemeldet. Herr Stadtpräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Man kann sich trefflich darüber streiten, über die Rolle Friedrich Eberts und seiner Regierung. Ich habe natürlich als Linke auch meine Haltung dazu. Die will ich hier aber gar nicht breittreten, die können Sie sich denken. Sondern worum es mir geht, ist, dass es einfach um eine Straßenumbenennung ging. Die Friedrich-Ebert-Straße sollte Straße der Volksabstimmung heißen. In der Tat hält sich meine Dankbarkeit diesem Friedrich Ebert gegenüber in engen Grenzen. Ich glaube nicht, dass wir da bis in alle Ewigkeit dran festhalten müssen, an eine Friedrich-Ebert-Straße. Eine Straße der Volksabstimmung wäre dann schon eine andere Geschichte, denn die feiern wir ja just in diesem Jahr. Diese Straße bietet sich eigentlich sogar richtig an, nicht weil sie Friedrich Ebert heißt, sondern weil sie so unbewohnt ist. Es hat kaum Folgen. Frau Ritter, auch für diese Sie gilt, geht es um eine persönliche Erklärung, bitte. Deshalb, ich erkläre hier, warum ich für diesen Antrag gestimmt habe. Und ich konnte, dann, ich bin vorher nicht zu Wort gekommen, weil die Grüne Enkele Wegner das Ende der Debatte beantragt hat und durchgekommen ist. So, und ich finde es ausgesprochen schade, dass der eigentliche Sinn dieses Antrags völlig verloren gegangen ist. Gut. Vielen Dank und damit beende ich in der Tat jetzt den Tagesordnungspunkt 11. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 12, neu, Anpassung der Benutzungsgebühren für die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Flensburg. Es liegt vor die Ratsvorlage 17/2020. Wird Berichterstattung gewünscht? Das ist nicht der Fall. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, bitte. Frau Ritter, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe eigentlich nur eine ganz, ganz kurze Frage, die wahrscheinlich sehr schnell beantwortet ist. Es gibt Obdachlose in dieser Stadt, die keine Transferleistungsempfänger sind und die dann ja wahrscheinlich die Unterkunft im Wilhelmintal aus eigener Tasche zahlen müssen. Und ich wüsste jetzt gerne, wie wird damit umgegangen, bevor ich diesem Antrag zustimme. Vielen Dank. Kann die Frage ad hoc beantwortet werden? Oberbürgermeisterin Lange, bitte. Genau. Das gibt es bestimmt. Wir verfahren allerdings in Flensburg so, dass bei uns jeder eine Unterkunft im Wilhelmintal bekommt, unabhängig davon, ob er Transferleistungsempfänger ist oder nicht. Wir geben allen Obdach und im Zweifel zahlen die dann nicht. Ich muss mal eben nach rechts gucken. Aber für uns hat, ganz ehrlich, oberste Priorität, die Menschen, die dort anklopfen, bekommen ein Obdach. Punkt. Und wir wollen gern, dass diese spezielle Frage gern nochmal rückkoppeln im Fachausschuss.
Ich gehe aber davon aus, dass wir das sozusagen im Rahmen dann unserer Leistungen intern abdecken, weil wie gesagt, wir freuen uns sogar, wenn die Menschen dort Obdach suchen, anstatt sie in der Stadt unter freiem Himmel nächtigen. Also insofern können wir immer nur noch darauf hinweisen, sagen Sie das den Menschen ruhig auch, die Ihnen begegnen. Im Wilhelminental bekommen Sie ein Obdach. Danke. Gut, die Frage wird dann nochmal abschließend geklärt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Damit stelle ich die Beschlussvorlage RV 17/2020 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? 2. Okay, gut. 36. Dann bei 36 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Dankeschön. Und es geht weiter mit Tagesordnungspunkt 14, Beteiligung der Öffentlichkeit und der öffentlichen Stellen zu dem dritten Entwurf der Teilfortschreibung des Landes. Haben wir noch einen vergessen? Das kommt jetzt durch die Runde. Ah ja, alles klar. Entschuldigung, Tagesordnungspunkt 13. Es geht um die Ratsvorlage 11/2020. Dort ist verteilt eine Mitteilungsvorlage, Bericht zur Annahme von Spenden gemäß § 76 Absatz 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein für das Jahr 2019. Wir verweisen auf die Vorlage. Eine Abstimmung ist nicht erforderlich. Gibt es noch Wortbeiträge dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir aber nun tatsächlich zu Tagesordnungspunkt 14. Beteiligung der Öffentlichkeit und der öffentlichen Stellen zu dem dritten Entwurf der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans 2010 und zu den Teilaufstellungen der Regionalpläne für die Planungsräume 1 bis 3 zur Ausweisung von Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung für die Windenergienutzung an Land. Ihnen liegt vor die Ratsvorlage 5/2020. Wird Berichterstattung erbeten? Das ist nicht der Fall. Gibt es dazu Wortmeldungen? Auch nicht. Damit stelle ich die Ratsvorlage 5/2020 zur Abstimmung. Bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Eine. Gut. Danke. Dann bei einer Enthaltung mit 37 Ja-Stimmen. Angenommen, Dankeschön, und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 15. Integriertes Entwicklungskonzept zum Sanierungsgebiet Westliche Altstadt, Korrektur des Maßnahmenplanes. Ich verweise auf die Vorlage RV 18/2020. Frau Takler-Zerfeld hat eine Präsentation in petto, falls erwünscht. Das sehe ich nicht. Tut mir leid. Gibt es noch Wortbeiträge? Herr Ratzer Kort, SPD, bitte. Herr Stadtpräsident, meine Damen und Herren. Der SUPA hat diese Vorlage in der letzten Woche mit sehr großer Mehrheit beschlossen. Und ich hoffe, dass das heute hier auch genauso ist. Der eine oder andere mag sich ja fragen, warum wird ein Maßnahmenplan korrigiert, kurz nachdem er in Kraft getreten ist. Das hängt damit zusammen, dass diese Maßnahme ursprünglich als schon begonnen klassifiziert war. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Beginn lediglich der Abriss von 2,5 Häusern war. Das Grundstück Angelburger Straße 15, da gibt es keinen Beginn.
Und mit der Aufnahme in diesen Maßnahmenplan wird es möglich sein, für diese Sanierung Fördermittel bereitzustellen. Wir wollen mit dieser Änderung erreichen, dass dieses Gebäude erhalten bleibt, dass es mit Förderung saniert wird und dass es nicht klammheimlich abgerissen wird, denn das Ansinnen auf Abriss gibt es ja schon, weil das ja unwirtschaftlich ist und weil das alles gar nicht angehen kann und das ist wirtschaftsfeindlich und was nicht alles noch. Ich bin während dieses ganzen Ablaufs oder am Ende dieses ganzen Ablaufs empört darüber, wie sich der Unternehmer Sinnerup in dieser Sache verhalten hat. Der ist hier angetreten und hat diese Häuserzeile, die nicht unproblematisch war, wo wir alle gedacht haben, wie gut, nun kommt einer, der sagt, ich finde Sanierung toll, das passt in mein Firmenkonzept und das will ich machen und beste Lage Flensburgs und ich will Flensburg voranbringen. Der kommt hierher, reißt 2,5 Häuser ab, um dann zu sagen, der Erhalt von der Angelburger Straße 15 ist so unwirtschaftlich, dass das ganze Projekt dadurch gefährdet ist und deswegen möchte ich den Abriss haben. Wenn wir diese Vorlage heute beschließen, dann machen wir es möglich, dass Fördermittel fließen. Ich glaube aber im Leben nicht, dass Herr Sinnerup dieses Gebäude sanieren wird, auch nicht mit den Fördermitteln. Er wird irgendeinen Weg finden, dass er nachweisen kann, dass diese Sanierung für ihn nicht tragbar ist. Am Ende befürchte ich, dass wir bei der gleichen Situation landen wie beim Egnerhaus. Wir müssen ausbaden, was Unternehmer und Spekulanten verbrochen haben. Denn dieses Gebäude haben wir nach einer langen Odyssee durch viele verschiedene Hände kaufen müssen, damit es nicht in sich zusammenfällt. Jetzt haben wir das Egnerhaus da und auch dort wird die Sanierung 4, 6, 8 Millionen kosten und wir wissen nicht genau, was für eine Nutzung wir da reinkriegen, außer Frau Stapperts Museum der zeitgenössischen Flensburger Geschichte. Aber auch in der Angelburger Straße fehlt uns sicherlich eine Idee, weil wir werden da kein Lifestyle-Kaufhaus aufmachen und Wohnnutzung ist bei den Gebäudegeschosshöhen nicht so richtig zielführend. Aber man muss einfach sagen, so geht es einfach nicht. Und am Ende, wenn wir denn den Abriss irgendwann hinnehmen müssen, dann baut Herr Sinnerup über diese 4 Grundstücke ein potemkinsches Dorf, wie er das an anderen Stellen schon getan hat. Da werden ein paar alte Balken verbaut und dann sieht das so schön hügelig aus. So wollen wir das nicht haben. Und ich möchte nicht, dass wir der Umsetzung des Bauprojekts in der Angelburger Straße mit Fördermitteln vielleicht noch beihelfen. Und am Ende, wenn er dann aus der Flensburg-Galerie aussieht, ist dieses unselige Geschäft dann komplett leer. Das macht für uns doch alles keinen Sinn. Da müssen wir nach Wegen suchen. Aber heute müssen wir dieser Vorlage zustimmen, bitte. Dazu unsere Oberbürgermeisterin Simone Lange. Stadtpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werbe natürlich auch der Vorlage zuzustimmen, aber ich muss an einer Stelle wirklich sagen, Veto. Veto. Es war die Stadt Flensburg, nämlich mein Amtsvorgänger und ich glaube auch mit der Ratsversammlung gemeinsam, der damals auch den Unternehmer, jetzt ist es ja namentlich genannt worden, das machen wir eigentlich nicht so gerne, hier über Menschen reden, die nicht dabei sind. So, das mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass natürlich dieser Unternehmer von allen gewollt worden war und auch eingeladen worden ist, genau diesen Bereich zu entwickeln. Und ich möchte deshalb diese Einladung nochmal unterstreichen. Ja, es gibt Schwierigkeiten und das kann jeder sehen, der jeden Tag dran vorbeigeht. Und die Anwohner dort im Bereich und die Gewerbetreibenden fragen mich, wenn ich dort einkaufen gehe, auch jeden Tag, Frau Lange, wann wird es denn endlich soweit sein? Das ist doch unbestritten. Ich glaube aber, dass wir einen Fehler machen, wenn wir jetzt dahergehen und jemanden vorverurteilen, der tatsächlich versucht, die Wirtschaftlichkeit eines schweren Areals unter einen Hut zu bringen. Wir können das nicht abschließend klären heute. Ich will einmal sagen, dass ich als Oberbürgermeisterin aktuell in sehr engmaschigen Gesprächen bin, weil wir dort eine Lösung erreichen wollen, die dazu führt, dass wir schon in Bälde sozusagen auch mal eine Baugenehmigung unterschreiben können. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen dort jetzt einen Entwicklungsschub. Ich glaube, Stillstand kommt überhaupt nicht in Frage und Rückschritte auch nicht. Wir haben nach wie vor einen Unternehmer, der selber sozusagen ungeduldig ist und schon ganz am liebsten dort schon eingezogen wäre. Wir haben eine Ratsversammlung, die mich ständig fragt, wann wird es denn soweit, genauso wie die Anwohnerschaft und ich selber bin auch ungeduldig.
meine Bitte ist tatsächlich jetzt, diesen Schritt auch mit dem heutigen Beschluss auch weiterzugehen. Wir sind in Gesprächen, wie wir das dort auch realisieren können. Natürlich so, dass das Stadtbild erhalten bleibt und dass natürlich auch der Denkmalschutz gewahrt bleibt. Das tun Sie ja mit Ihrem Beschluss heute auch entsprechend dokumentieren, indem Sie sagen, die Fördermöglichkeiten sollen dann auch genutzt werden. Also, ich will an der Stelle nur sagen, ich habe ein bisschen anderes Bild auf den Unternehmer dort. Alles andere würde ich tatsächlich sagen, sollen wir hier nicht weiter ausbreiten, sondern befassen Sie sich ruhig auch mit demjenigen, der dort ansiedeln will. Also auch hier gilt, sprechen Sie selber mit denen. Gehen Sie mit ihm ins Gespräch und setzen sich mit dem Projekt auseinander, was dort entstehen soll. Wir werden ja dann auch irgendwann mal im Fachausschuss die ganz konkrete Bauweise und so weiter ins Auge fassen müssen. Da gehe ich mal von aus. Aber lassen Sie uns endlich einen Schub in dieses Areal geben. Es ist mitten in unserer Stadt und ich glaube, zur Attraktivierung der Innenstadt kann ein Angebot wie dieses eigentlich nur gut sein. Also wenn wir das jetzt sozusagen in diesem Verhältnis miteinander gehen, gefällt mir das einfach nicht, weil wir glaube ich, auch in Partnerschaft mit Unternehmerinnen und Unternehmern diesen Schritt gehen müssen, gemeinsam. Und da wäre meine Bitte, das tatsächlich so zu tun, dass wir hier uns nicht gegenseitig verschrecken oder gegenseitig Vorwürfe in den Raum stellen. Ob die so stimmen, kann ich nicht abschließend sagen. Aber ich werbe einfach nur dafür, das nicht abhängig zu machen von Einzelnen, sondern tatsächlich, wie auch beim Thema Hotel am Bahnhof, in der Sache zu entscheiden und zu sagen, was wünschen wir uns dort und was braucht es dafür für Beschlüsse. Und wir brauchen diesen Beschluss, um die Fördermöglichkeit zu bekommen, keine Frage, weil dort stehen denkmalgeschützte Bereiche, die so alt sind, dass sie natürlich erhaltenswert sind, die aber wirklich auch schwer sind für jeden Einzelnen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Dazu nochmal direkt Ratsherr Kort, SPD, und danach Ratsherr Hansen, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Staatspräsident, meine Damen und Herren, deswegen habe ich meinen Wortbeitrag ja damit eröffnet, dass ich Sie gebeten habe, dieser Vorlage zuzustimmen, weil das ist die einzige Chance, dass wir dieses Gebäude irgendwie erhalten. Nur mag ich nicht recht dran glauben. Und wenn denn mein Vorwurf in Richtung Sinnerup dazu führt oder mit dazu beiträgt, dass sich das ändert, dann wäre es ja ganz schön. Wir haben in Flensburg gute Beispiele, wo Privatmenschen viel Geld in die Hand nehmen, um Objekte mit ähnlich katastrophalen Ausgangssituationen wieder in Nutzung zu bringen. Der Hof Große Straße 73 sei erwähnt, der mittlere einstelligen Millionenbetrag gekostet hat, der Familie, die das saniert hat. Dazu kam noch Förderung. Wenn das dann am Ende dazu führt, dass die Angelburger Straße 15 stehen bleibt, von der Straße bis nach hinten und nicht eine Fassadengeschichte wie am Gewerkschaftshaus am Südermarkt, dann bin ich ja zufrieden. Nur, ich mag nicht dran glauben. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Oberbürgermeister und sehr geehrte Anwesenden, ich teile den Unmut von Axel Kort und ich möchte vermuten, dass in dem Vortrag, den Frau Tagblatt-Zehrfeld vorbereitet hat, vielleicht auch dargelegt worden wäre, um was für ein Gebäude es sich da handelt. Das mag jetzt, jeder ist ja daran schon vorbeigekommen sein, in einem erbärmlichen Zustand sein, aber uns wurde im Ausschuss auch sehr glaubhaft dargelegt, dass es sich um eines der bedeutendsten profanen Gebäude der Stadt Flensburg handelt und das unbedingt zu erhalten ist. Und ich möchte der Oberbürgermeisterin in einem Punkt widersprechen. Stillstand wird es dort nicht geben, denn das Gebäude ist geöffnet und es ist dem Verfall durch Witterung preisgegeben. Es gehört uns nicht. Ich werbe auch dafür, dass wir es jetzt, dass wir der Beschlussvorlage zustimmen und damit überhaupt in eine Handhabe dort kommen. Das Grundstück ist geräumt, die Filetstücke sind auch eventuell zu einem Weiterverkauf freigelegt, also der Name ist ja gefallen, er hat alle Handhaben da drauf und wir müssen uns jetzt wieder in die Situation bringen, überhaupt dieses Gebäude zu schützen, das im Moment dem Wetter preisgegeben ist. Und der Stillstand ist dort eben nicht gegeben, sondern es zerfällt
mit jedem Tag. Und deswegen müssen wir hier was tun. Ich möchte dringend daran appellieren, dass diese Gespräche zu einem baldigen, fruchtbaren Ende geführt werden. Mein Kollege Thomsen hat im Ausschuss mehrfach nachgefragt in der Vergangenheit, wie denn der Stand ist und warum denn da offensichtlich nichts passiert. Und es wurde immer gesagt, das ist im Prozess und das wird bald kommen. Und jetzt haben wir die Situation, dass dort wirklich dieses Gebäude zum Verlust droht. Und das können wir nicht akzeptieren. Hier müssen wir auch den Eigentümer in die Pflicht nehmen können. Und ich appelliere wirklich sehr daran, dass hier auch Ross und Reiter genannt wird. Und das ist einfach nur Unverschämtheit. Das tut mir leid. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Ratsvorlage 18/2020. Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Das sieht nach einstimmig aus. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 16, Bebauungsplan Mörwicker Straße 2, DRK Schwesternschaft Elsa Brennström e.V., Nummer 315, Aufstellungsbeschluss. Ihnen liegt vor die Ratsvorlage 13/2020. Wird Berichterstattung gewünscht? Gibt es Wortmeldungen? Damit gebe ich auch diese Ratsvorlage zur Abstimmung. Bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Das ist auch einstimmig. Dankeschön. Und wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung. Tagesordnungspunkt 17, dritte Änderung des Bebauungsplanes Diebigstraße Ost, Nummer 150, Aufstellungsbeschluss. Ihnen liegt vor die Ratsvorlage 19/2020. Wird Berichterstattung durch Frau Claudia Tackler-Zerfeld gewünscht? Wenn nicht, dann muss ich Sie trotzdem nach vorne bitten. Einmal kurz. Ich hatte auf eine richtige Chance gehofft. Ihnen ganz, ganz herzlich in aller unseren Namen zum Geburtstag zu gratulieren. So, damit dürfte das Abstimmungsergebnis ja feststehen. Aber formal müssen wir es natürlich noch zur Abstimmung stellen. Die Ratsvorlage 19/2020. Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Mehr kann man nicht kriegen. Einstimmig. Dankeschön. Damit schließe ich den öffentlichen Teil der 17. Ratsversammlung und bitte die Nicht-Öffentlichkeit herzustellen. Ich bedanke mich bei